Wie viele Größen lässt sich eine Brust überhaupt vergrößern? Schwierige Frage. Ich verkaufe keine BHs, deswegen kenne ich mich mit Körbchengrößen auch nicht aus. Und die wenigsten Frauen haben vergleichbare Körbchengrößen. Das werden Sie feststellen, wenn Sie BHs kaufen. Jeder Hersteller hat da eine unterschiedliche Messmethode. Gehen wir mal davon aus, dass eine Vergrößerung bei der Verwendung von Silikonimplantaten von 1 bis 2, im allerbesten Fall 3 Körbchengrößen machbar sein kann, ist aber nicht der Standard. Ich würde von 1,5 bis 2 Körbchengrößen ausgehen, aber das ist wirklich eine Sache, die sehr davon abhängt, wie die anatomischen Voraussetzungen der jeweiligen Patientin sind. Wie viel Eigengewebe ist da? Wie groß ist die vorhandene Brust? Beim Eigenfett hängt es davon ab, eben auch, wie viel Eigenfett wird gewonnen, wie viel kann in die Brust eingebracht werden. Auch da sollte man nicht über die Stränge schlagen und von 1,5 Körbchengrößen ausgehen, vielleicht sogar 2, wobei da muss man dann davon ausgehen, dass das, was direkt nach der Operation erreicht werden kann, sich dann auch wieder reduziert, dadurch, dass das Eigenfett wieder abgebaut wird, bis zu einem gewissen Prozentsatz.